Hallo, ihr habt mich heute zu den Bonner SC Futsalspielern geschickt. Ich bin mit dem GA-Team hier und spreche jetzt mal mit dem Pascal Wenker, dem Kapitän, der mir erklären soll, was überhaupt der Unterschied zwischen Futsal und Fußball ist. Ich habe keine Ahnung. Hallo Pascal. Hi. Ja, es gibt viele Unterschiede. Erstmal der Größenunterschied. Wie man sieht, wir sind hier in der Halle. Futsal wird in der Halle gespielt. Und anstatt von 11 Spielern hat man 5 Spieler mit dem Torwart. Und ein anderer großer Unterschied ist halt auch der Spielball, der sprungreduziert ist, so dass der Ball in der Halle nicht so hoch hüpft und am Fuß bleibt. Kannst du uns und das mal zeigen? Ein bisschen kleiner ist, natürlich. Springt tatsächlich nicht. Und was erwartet mich dann heute im Training? Ich bin gespannt, wird es anstrengend? Es wird auf jeden Fall anstrengend. Ganz viel Taktik erwartet dich, weil Futsal ein sehr taktischer Sport ist und viel Technik. Genau. Dann bin ich gespannt und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Danke dir. Los, 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 los! Los! Ja. Beim Fußball ist das meistens, dass drei Spieler, meistens, dass die drei Spieler sich hier bewegen. Mhm. Und der Spieler hier, der sich Pivot nennt, der ist eigentlich da, um den Ball anzunehmen und den Ball mit der Sohle zu halten. Okay. Da kommt einer hin, ja. Der legt ab und steht halt aufs Tor. Okay. Und er muss aber auch zurück, er darf nicht in die Richtung. Oder? Wenn er an der Linie steht, dann ist es schwierig. Nicht viel, dann, glaube, ja. Ne? Okay. Soll man das mal versuchen? Testen wir mal. Jetzt musst du raus, Alex. Geh mit, geh zum Spieler. Gut. Raus, Alex, komm, komm. Erstes Tor, nicht von mir, aber vom Team. So, und dann gibt's hier nochmal einen Tipp, wenn du jetzt spielst. Ja. Jedes Mal, wenn du den Ball passt, darfst du alles machen. Außer? Nicht still bleiben. Und du kannst auch, wie beim Basketball, wenn ihr auf den Sack geht, schubst ihn weg. Okay? Okay? Das war aber ganz gemein. Ja, dann wird gleich geschubst. Ne? Boah, das ist anstrengend. Ich frage mal kurz den Pascal, wie ich mich geschlagen habe. Fürs erste Training auf jeden Fall schon ziemlich gut. Cool. Und was ist mit der Abseitsregel? Das war so meine große Sorge vor dem Spielen. Die gibt es beim Futsal nicht. Glück gehabt. Okay, dann lassen wir weiter spielen. Und vielleicht lerne ich noch ein bisschen was. Ja. So, jetzt geht's los mit der Challenge. In Brasilien ist Futsal sehr bekannt und beliebt. Deswegen frage ich jetzt mal den Julio, was denn meine Challenge überhaupt ist. Agora você vai treinar um pouco como goleira e aí eu vou tentar fazer um gol em você. Vamos lá? Okay, ich habe kein Wort verstanden. Kannst du es mir ganz kurz erklären? Ja. Du gehst ins Tor und ich versuche ein Tor zu machen. Okay, das verstehe ich vielleicht noch. Ja? Ich versuch's. So, ich habe die Challenge gut überlebt und habe Blut geleckt, ehrlich gesagt. Vielleicht kann ich ja eintreten. Ich spreche jetzt mal mit dem Philipp, der leitet das hier alles. Und gibt es eine Möglichkeit für mich hier mitzuspielen? Leider muss ich sagen, noch nicht, da wir noch keine Frauenmannschaft haben. Es gibt zwar eine Regionalliga für Frauen hier in Nordrhein-Westfalen, aber der Bonner SC hat leider noch keine Frauenmannschaft. Wollen wir aber in einer kurzen Zukunft. Aber Jungs, die da draußen sind und älter als 18 Jahre sind, sind mehr als willkommen. Wir haben zwei Mannschaften. Die erste spielt in der höchsten Klasse in Deutschland, die Regionalliga West. Und die zweite spielt quasi in der zweithöchsten Liga in Deutschland, die Mittelrheinliga. Und ja, wir sind immer, freuen uns auf Neuzugänge, die auch ein bisschen mit dem Ball umgehen können. Vielleicht finde ich ja irgendwann doch nochmal zurück zu euch, wenn ihr eine Damenmannschaft habt.
Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei sein durfte. Und hoffentlich bis bald und euch noch viel Erfolg beim Größerwerden. Alles. Dankeschön. Dankeschön. Super, dass ihr da wart.